Willkommen Reisende, heute befinden wir uns auf der Welt von Destiny 2. Nach der Charaktererstellung wurden wir hier abgesetzt. Ich denke mal, es wird erstmal ein Tutorial sein oder sowas. Mal sehen. Also es gibt Laufen, Springen, normal gehen. Du musst in die Stadt zurückkehren. Und dafür brauchen wir ein Schiff. Aber zuerst brauchst du eine Waffe. Suchen wir weiter. Gelenkt wird mit der Maus. Ah, Indoorlicht. Vorsicht, sie sind überall. Es ist ein Risiko, aber ich besorge uns mehr Licht. Hochsicheres Militärsystem. Check. Zerrissene Kabel und Rost. Check. Wenn ich diesen Schalter umlege, kommt Ärger auf uns zu. Na super, und ich habe keine Knarre. Gar nicht gut. Sie sind definitiv nicht vor uns zu sehen. Da ist ein Gewehr. Schnapp es dir. E gedrückt halten, okay. Ich habe dich aus einem bestimmten Grund zurückgeholt. Du bist ein Jäger. Das heißt, du hast keine Angst vor Risiken. Geh immer weiter und sei kampfbereit. Also rechte Maustaste ist zielen. Kann man nicht aufheben. Für Nahkampf. Ah. Messern geht also auch. Konzentrier dich. Wenn dein Radar blinkt, ist Ärger nicht weit. Ein Radar blinkt? Q für Granate. Aber ich habe keine Granate. Die Gefallenen sind Plünderer. Alien-Piraten, die klauen, was von der Menschheit übrig ist. Apropos Piraten. Ein Beutedepot. Mal sehen, was drin ist. Oh, cool. Eine störrische Eiche. Ja, toller Name. Zwei. Ist das denn eine Energiewaffe? Eine Schrotflinte. Mom. Gott, was habe ich da geworfen? Oh. Wo muss ich hin? Wo da so?
noch mehr Gefallene. Schmeiß ihnen alles entgegen, was du hast. Gott, was ist denn jetzt passiert? Treppe runtergefallen. Lebt noch irgendwer? Hüterfähigkeiten, Escape, aha. F1 Inventar. So viel Scheiße hier. Überlebe den Durchbruch. Hm. Kann ich das nicht einsammeln? Ah, da muss ich hin. Geh immer weiter. Ich versuche, ein Schiff ausfindig zu machen, das uns nach Hause fliegt. Achtung! Ein gefallenen Raid-Kommando. Wir stecken in mehr Schwierigkeiten, als ich dachte. Was da hinten, oder? Schiffen in der Nähe. Gut machst du das. Konzentrier dich auf die Gefallenen. Strike-Team getrennt. Oh, wir kommen aus der letzten Stadt. Sean, wo bist du? Wir können helfen. Cass, Maeve, wenn ihr das hört, Rendezvous bei folgenden Koordinaten. Das Interferon. Ich glaube nicht, dass er uns gehört hat, aber ich habe seinen Standort markiert. Was? B-Metall-Wälder. Wir müssen hier weg. Wo denn hin? Oh, dahin. Beweg dich, Hüter.
Schon witzig, das Spiel. Oh, was jetzt? Was haben wir jetzt gemacht? Ah, dem Licht sei Dank. Ich wusste gar nicht, dass auch andere hier patrouillieren. Hör zu, mein Einsatztrupp ist verschollen. Ich brauche Hilfe und... Oh, du kommst frisch aus dem Grab, oder? Wir haben deinen Notruf gehört und wir sind gekommen. Mutig. Gefällt mir. Aber ganz schön viel für den ersten Tag. Ich habe die Perimeter-Scans zu schnell gemacht. Und jetzt... Ich muss mein Team finden, bevor nichts mehr davon übrig ist. Bleibt ihr hier. Ich bringe euch danach in die Stadt. Ich habe es hierher geschafft. Lass mich helfen. Verstehe. Keiner wird gern ausgegrenzt. Hüter sind vereint stärker. Oder etwa nicht? Du klingst wie Commander Zavala. Meinetwegen. Dann los. Deine Stiefel. Aber das geben die gar nicht. Dann schaffen wir's. Wir enttäuschen dich nicht. Folgt meinem Signal. Wozu designt man scheiß Charakter, wenn man eine Kackmaske auf hat? Eine Ladesequenz. Kiste. In diesem Schrank befindet sich eine Waffe. Wahrscheinlich ein Upgrade für deine. Schnapp sie dir und begib dich zu meiner Position. So. 1350, 1361. Aha. Oh, oh. So, da hinten. Ich scanne vom Sprungschiff aus nach Signalen. Ihr seid meine Augen am Boden. Rüge Schau. Ich jetzt. Das verursacht Störungen. Mein Scanner ist hinüber. Wir müssen das vielleicht auf die altmodische Art machen. Analyse gestartet. Ich habe eine Quelle für die Störung. Überprüfen wir sie. Treff ich ja doch. Weiches Gelände, das ist eher nicht so gut. Gefallenen von dem Ding weg. Alter, wo? Scheiße, wo soll er hin? Kacke, wieso werfe ich immer so eine komische Granate? So viele Tasten immer. Hier wurde gestohlene Technologie aus der Stadt eingesetzt. Das stört deine Scans. Die Gefallenen basteln einfach zu gern mit altem Schrott. Und sie haben Talent dafür. Das wird ein paar Minuten dauern. Was ist so ein Henker? Halte sie auf, während ich meine Arbeit mache.
Signal wiederhergestellt. Verdammt! Die Signale des Einsatztrupps fehlen und die letzten bekannten Positionen liegen weit auseinander. Sie Scheiße. Sich nicht trennen, nee, oh. Es sei denn, die Dinge stünden wirklich schlecht. Ich suche Cass, ihr sucht Maeve. Sind sie hin? Finde Maeve. Oh, reicht natürlich nicht, war ja klar. So. Oh, lang. Die Legende besagt, dass die Gefallenen einst in der Gunst des Reisenden lebten. Aber dann ist irgendetwas passiert. Wo denn? Der Reisende hat sie verlassen. Und das hat ihre Zivilisation in den Untergang getrieben. Sie sind den ganzen Weg hierher gekommen in der Hoffnung, das zu finden, was sie verloren haben. Oder es uns wegzunehmen. Sehr großes Gebiet. Recht daneben. Ach, scheiße. Aber wirft er Granate mal nicht? Warte mal, einer. Um jetzt so ein Fahrzeug. Scheiße. Ist die Karre langsam. Die kein Turbo? Ah. Hat sie ja doch. Sieht so aus, als wollten uns die Gefallenen draußen halten. Oder etwas drin behalten. Es gibt Schlimmeres als die Gefallenen Geächteten in Altrussland. Das hat nicht geklappt. Nehmen wir uns die Kontrolleinheit an. Sie ist durch eine adaptive Verschlüsselung gesperrt. Ja, wegsprengen. Zugangsschlüssel. Die gefallenen Berger haben vielleicht welche. Ach nein. Wo ist das blöde Auto hin? Hä? Was zum... Den Messern. Super befreit.
Das Ding kann man auch messern. Oh, kaputt gegangen. Einen Schlüssel haben wir. Fehlen noch zwei. Oh, da hinten. Ich hätte so ein Auto nehmen sollen. Cool, das kann sich teleportieren. Jetzt müssen wir zum dritten noch. Gott, was war das? Scheiße. Wieder laufen. Wo ist er hin? Los, messern. So. Was zum? Der schmeißt einen neuen auf mich. Jetzt haben wir alle Schlüssel, die wir brauchen. Ich sollte die Verschlüsselung jetzt umgehen können. Ich habe aber kein Fahrzeug. Kein Fahrzeug. Ach, man, das ist so weit weg. Vernünftig springen kann ich auch nicht. Also beim Zielen hört es auf zu laufen. Sehr groß hier. Scheiße. Schau, du hattest recht mit dieser Barriere. Die Gefallenen haben die Schar in Schach gehalten. Steckt Maeve in größeren Schwierigkeiten, als ich dachte. Ihr müsst euch beeilen. Das ist eine mächtige Arcus-Energiewoge. Was auch immer sie verursacht. Tempo hoch oder noch? Teleports kommen da nicht durch. Finde Maeve. Hauptsache, der ist da schon, weißt du? Der hat er. Schadkontakt. Ja, ich bin tot. Ach, das war ich. Ich spreng mich immer selber in die Luft.
Was haben wir hin? Messert man mal auf C und mal nicht, oder wie? Die Dunkelheit erstickt mein Licht. Ja. Wenn du hier stirbst, kann ich dich nicht zurückbringen. Ist genau vor uns. Wo ist er denn hin? Es könnte noch Licht in ihrem Geist sein. Nein. Inspizieren. Aha. Shaw, es tut mir leid. Wir sind zu spät. Das war ich auch. Cass. Ich habe ihn nicht rechtzeitig erreichen können. Da war eine Scharhexe. Eine mächtige. Worum geht's hier eigentlich? Versucht. Das ist nicht eure Schuld. Ich jetzt russisch. Getan, was ihr konntet. Wir haben die Überreste von Maeves Geist. Das würde sie zu schätzen wissen. Oh, ihr solltet jetzt. Begibt euch einfach zum Lager, bevor diese Hexe zurückkommt. Das ist wo? Ah, super. Komisches Intro. Oder Tutorial. Zielortkarte, ne, zum schnell bestimmten Ort. Aha. Ab, um die Karte zu öffnen. Ja, was soll ich jetzt? Des Kosmodroms drücke und halte. Wo will ich hin? Event aktiv. Hä? Ja, wie komme ich denn da jetzt hin? Hä? Kehre zum Orbit zurück, Navigator. Jetzt ist das Event weg. Ich gehe kaputt. Es ist da ein Event. Zwar keine Ahnung, wo ich war, aber naja. Ich will jetzt das Event spielen. Los. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ja, wo sind die? Ach du Scheiße, was war denn das für ein Vieh? Hey. Alter Falter.
Oh Gott. Was ist ein Spieler? Kann der mal aufhören, auf mich zu schießen? Ne, den nächsten Extraktionspunkt. Spartan. Was ist denn das? Einfach mal mitnehmen. ...98 Meter. Das macht ganz schön Spaß. Was denn? Ach, das Ding ist Schrott. Ja, wo ist denn der nächste? Ein von vier besiegt. Abwenden. Oh, super. Ja, von hinten abgestochen. Oh, Alter. Was war das? Oh nee. Wie war das jetzt hier? F1, ne? Also blau ist besser. Muss ich jetzt hin? Ein Hüter erhebt sich in seinem Lager aus. Er wollte ja nur gerade auslaufen. Das muss ja irgendwo da sein. Ah, wir sind fast da. Das ist gut. So, irgendwo.
Achso. Das muss doch hier irgendwo sein. Oder? Was ist denn das? Ah, super, da hinten. Gerade am Handy. Selbst das Licht hat Grenzen. Ja, interessiert manchmal mich. Kommt man nicht zurück. Was du gesehen hast, war eine Scharhexe namens Narvota. Ich habe den Scharbefall unterschätzt und war nicht genug vorbereitet. Jetzt ist es zu spät. Maeve und Cass kannten das Risiko. Erweisen wir ihnen Ehre, indem wir es zu Ende bringen. In einer versiegelten Kammer in der Nähe ist ein Supraleiter aus dem goldenen Zeitalter. Die Vorhut sagt, wir können eine Waffe daraus machen. Das Problem ist, der Supraleiter sprudelt nur so vor Arcus-Energie. Man kommt nicht in die Nähe und kann das Schloss nicht öffnen. Wir müssen uns was einfallen lassen. Irgendwas sagt mir, dass die Gefallenen sich mit der Infrastruktur hier auskennen. Das waren die Aufgaben meines Einsatztrupps. Jetzt sind es deine. Also, schütt den Baum. Mal sehen, was runterfällt. Unvollständig. Den Charakter öffnen. Ah, was will der eigentlich von mir? Was zum... Hast du irgendwelche guten Messer gefunden? Ich habe im Laufe der Jahre ein paar aufgelesen. Ja, da war ich doch gerade. Ja, wieso wird denn das immer noch angezeigt? Ich hoffe, ich werde die träumende Stadt irgendwann mal sehen. Gibt ja gar keinen Sinn. Selbst das Licht hat Grenzen. Manchmal kommt man nicht zurück. Was du gesehen hast, war eine Scharhexe namens Narvota. Ich habe den Scharbefall unterschätzt und war nicht genug vorbereitet. Jetzt habe ich eine Waffe bekommen. Jetzt ist es zu spät. Maeve und Cass kannten das Risiko. Erweisen wir ihnen Ehre, indem wir es zu Ende bringen. In einer versiegelten Kammer in der Nähe ist ein Supraleiter aus dem goldenen Zeitalter. Die Vorhut sagt, wir können eine Waffe daraus machen. Das Problem ist, der Supraleiter sprudelt nur so vor Arcus-Energie. Man kommt nicht in die Nähe. Und kann das Schloss nicht öffnen. Wir müssen uns was einfallen lassen. Irgendwas sagt mir, dass die Gefallenen sich mit der Infrastruktur hier auskennen. Das waren die Aufgaben meines Einsatztrupps. Jetzt sind es deine. Also, schüttel den Baum. Mal sehen, was runterfällt. Das ist eine komische Aufgabe. Oh nein. Und Schrott gesammelt. Also, die neuen Aufgaben werden wir dann bei der nächsten Folge uns ansehen. Das Spiel macht schon Spaß. Muss noch ein bisschen reinkommen, aber das kommt bestimmt mit der Zeit. Wenn es euch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren nicht vergessen. Es freut mich. Bis zum nächsten Mal.